Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum Trading-Tipp heute am Dienstag. Kurz und schmerzlos heute, wir blicken auf Alphabet. Die C-Aktie hat ein neues Allzeithoch markiert. Und ja, wenn es ein Muster an Aufwärtstrend gibt in den letzten Monaten, dann ist es, natürlich gibt es viele, aber auch eben Alphabet. Und was gibt es Besseres für ein Faktorzertifikat als eben solche Trendaktien? Und wenn ich nach Amerika blicke, wo eben der Trend wieder hingeht zu den Tech-Aktien, was damit begünstigt wird, dass die Zinsen zurückkommen. Und zwar haben wir das Risiko der Fed-Entscheidung in dieser Woche. Aber ich denke mal, hier wird sich der Aufwärtstrend eben nach Bruch dieses Widerstands hier weiter fortsetzen. Ich denke mal, dass wir die 2,7 noch in dem Q3 sehen werden, und deswegen haben wir uns auch für ein Faktor-Long-Zertifikat entschieden. Etwas sportlicher, ein bisschen mehr PS mit einem Faktor von 4, die MA606X unseres Partners Morgan Stanley. Kostet aktuell 13,71 €. Den Stoppkurs, den setzen wir bei 12 Euro. Ein Blick auf SAP war jetzt unser Tipp gestern. Die MA28JF, ganz gut angelaufen. Wir nähern uns der Marke von 121 Euro, und Sie erinnern sich, wenn die überwunden wird, dann laufen wir wahrscheinlich weiter ins Gap rein, das aufgerissen wurde im letzten Jahr. Und dann sind wir, denke ich mal, schnell im Bereich 125, und der nächste Widerstand wäre dann bei 130. Also auf jeden Fall dabei bleiben. Stoppkurs ist bekannt. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Schönen Tag noch. Bis morgen. Tschüss. We'll be right back.